Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal und zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder einen anderen Hintergrund und das liegt daran, dass ich in meiner neuen Wohnung bin. Yay! Ja, wir sind gerade am Renovieren oder beziehungsweise mein Vater tapeziert die Wände, mein Freund streicht und ich habe nichts zu tun. nein, Spaß beiseite. Ich habe mir gedacht, während die beiden arbeiten, drehe ich ein Video auf unserem Balkon, ich kann nicht mehr sprechen, der übrigens richtig, richtig cool ist. Und ja, ich weiß nicht, wie das hier mit der Akustik ist, wie das hier mit dem Licht ist, aber ich mache einfach mal und hoffe, dass es in Ordnung ist. Genau, ja, ich denke, das Licht ist in Ordnung, weil ich bin draußen und es ist eigentlich noch relativ hell. Und wie es von der Stimme her ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, wie laut ich reden kann. Also eigentlich schon, aber wenn man irgendwo neu ist, traut man sich nicht so laut zu reden. Und dann sind auch noch mein Freund und mein Vater irgendwo da hinten in der Wohnung. Ich glaube, ihr seht die eh nicht. Die sind aber auch nicht im Wohnzimmer, weil hinter mir ist das Wohnzimmer. Und ich laber schon wieder total viel. Aber ja. Genau, das erstmal dazu. Warum ich einen anderen Drehort habe. Ich hoffe, das geht aber auf jeden Fall so. Und zwar habe ich heute, ich muss das gerade einmal rüberholen, ein Unpacking für euch. Das ist schon das nächste in letzter Zeit. Ich bin heute voll verwirrt. Verzeiht mir, wenn ich irgendwie total komisch rede, weil eigentlich bin ich auch krank. Ja, ich bin eigentlich total erkältet. Man hört es mir zwar nicht an, aber es kann sein, dass ich zwischendurch mal ein paar viele Schnitte drin habe, wenn ich husten muss oder so. Das möchte ich euch wirklich nicht antun. Aber ja, wir fangen jetzt an, dieses wunderschöne Paket auszupacken. Und zwar ist das ein Tauschpaket. Ich habe endlich mal wieder ein Tauschpaket gemacht. Ich glaube, das ist das dritte, was ich mache. Ich glaube, ja. Also das zweite mit einer Booktuberin. Und zwar mit der lieben Nela von Books Whisper. Wir haben ein Tauschpaket gemacht und ihr Paket ist leider erst heute auf den Weg gegangen. Es tut mir so leid, Nela. Das dauert immer so lange bei mir. Oh Mann. Aber ja. Ich packe jetzt ihr Paket aus und sie hat schon gesagt, sie freut sich richtig. Ich muss einmal unterbrechen, Leute. Ja, da war schon die erste kleine Unterbrechung. Mein Freund streicht nämlich jetzt und fängt an zu streichen. Und er wollte wissen, wo er einen Streifen hinsetzen soll. Also das ist ein bisschen komisch zu erklären, aber egal. Ich wurde auf jeden Fall unterbrochen. So, ich weiß auch nicht mehr, wo wir waren. Ich hatte gesagt, dass ich ein Tauschpaket mit Nela gemacht habe. Und ja, hier ist es. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an, das aufzumachen. Weil, ja, ich weiß nicht, was ich vorher noch gesagt habe oder was ich noch sagen wollte. Deswegen glaube ich, dass ich alles gesagt habe. Wir fangen jetzt an, es aufzumachen. Und wenn Nela so eine gute Zupackerin oder so eine vorsichtige Zupackerin ist wie ich, dann wird das 100 Jahre dauern. Weil ich meine Pakete von oben bis unten sowas von dicht zutackere. Dass keine Menschenseele die mal aufbekommt. Aber ich habe hier das Cuttermesser. Und es ging relativ einfach. Wie macht man dieses Teil wieder zu? Ich habe es hingekriegt. Ich glaube, ich muss euch ein bisschen nach hinten verrücken. So, ich glaube, das ist besser. So, was wir sehen, erstmal nichts. Wir sehen Pappe. Wir entfernen diese Pappe und vermüllen erstmal mein Balkon. Und oh mein Gott, Nela, bist du wahnsinnig? Hier ist ja voll viel drin. Und hier riecht es schon richtig. Sie hat voll das coole Geschenkpapier. Und oh mein Gott, Nela. Oh mein Gott, wie viel hast du eingekauft? Das ganze Paket ist voll. Nela. Oha, sie ist echt heftig. So, ich muss mal gerade ein bisschen austesten. Ich glaube, das geht so von der Kameraweite her. Wenn ihr irgendwas nicht seht, ja, es ist blöd. Aber wir versuchen das jetzt einfach. Oh mein Gott, sie ist so süß. Sie hat überall solche Sachen draufgeschrieben. ja, wir fangen mal damit an. Da steht drauf, Shine Bright. Das erinnert mich jetzt an das Lied von Rihanna. Aber okay. Oh, wie süß. Sie hat in einem von ihren Videos gesagt, sie findet das so süß, wenn überall so Washi-Tape drauf ist. Und ich habe versucht, das bei ihr auch zu machen, aber bei mir hält das irgendwie nie. Deswegen konnte ich das nicht so richtig machen, weil ich habe Unmengen von diesen Zeugs. Aber wie süß, sie hat da überall was draufgeklebt und sie hat überall was anderes draufgeklebt. Oh, wie niedlich. Oh Mann, ich finde sowas voll blöd. Ich will das nicht kaputt reißen. Aber ich muss. Also ich denke mal, das ist ein Duschgel. Spricht auch dafür, weil irgendwie, als ich das Paket gerade aufgemacht habe, hat es schon so voll gerochen. Also,
es hat gut gerochen, es hat jetzt nicht schlecht gerochen oder sowas. Das hört sich gerade ein bisschen blöd an. Und oh mein Gott, mir wird kalt und ich glaube, das Duschgel ist ausgelaufen. Hier ist nämlich so ein Kleckser. Oh ja, ja. Ja, deswegen riecht das auch. Es ist ausgelaufen. oh mein Gott, Nela. Du bist so cool. Ist es ausgelaufen? Ja, da hinten ist es ausgelaufen. Müll schmeißen wir einfach auf den Balkon. Es wird gleich entsorgt. Oh, Nela, du hast es so schön zugeklebt. Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Sie hat den Deckel zugeklebt und wenn ich drücke, kommt auch nichts raus. Naja, hinten ist es verschmiert, aber ist ja auch egal. Ich mache das gleich mal irgendwie sauber. Und zwar Duschgel Glamorous Nights mit dem Duft von süßen Beeren. Das hatte ich. Wann war ich da mit meinem Freund in der Stadt? Ich glaube vorgestern. Quatsch. Letzte Woche, Samstag. Also fast vor einer Woche. Und da hatte ich dieses Zeug auch in der Hand und wollte mir das erst kaufen. Aber habe es dann doch irgendwie sein lassen. Und ja, jetzt habe ich das von Nela bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Oh mein Gott, sie hat so viele coole Sachen hier drin. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes aufmachen soll. Und hier liegen so viele kleine Sachen und oh, oh Mann. Hier steht drauf, es riecht so gut. Ich denke, das ist Badesalz und das Beste ist, in unserer neuen Wohnung haben wir eine Dusche und eine Badewanne. Ich dachte nämlich, dass wir in unserer neuen Wohnung keine Badewanne haben. Aber wir haben doch eine und jetzt können wir ganz viel baden, weil ich habe so viel Badezeugs mir irgendwann mal gekauft, dass ich damit, keine Ahnung, ein ganzes Jahr auskomme oder so. Und wenn ich jetzt keine Badewanne hätte, das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich habe jetzt wahrscheinlich noch mehr Badesalz. Mal gucken, was Nela da eingepackt hat. Hier ist übrigens wieder anderes Washi-Tape drauf. Das ist so süß, dieses, was sie schreibt. Und gerade ist, glaube ich, irgendjemand gekommen. Ja, ich höre einen Schlüssel. Oh, mein Vater war unten. Das ist jetzt selten zu peinlich. Mein Vater war gerade unten. Okay, das geht relativ schnell auf. Falls ihr merkt, dass meine Stimme anfängt zu zittern, irgendwie ist mir gerade kalt. Eben war mir die ganze Zeit warm. Aber egal. Wir bleiben jetzt so lange hier draußen, bis ich fertig bin. Ich glaube, das habe ich auch schon. Also das habe ich, glaube ich, auch das. Oder habe ich das nicht? Ich glaube, das ist das Einzige, was ich nicht habe. Eine Portion Liebe von TTZ. Champagnerbeere und Johannisbeere. Was ist eigentlich eine Champagnerbeere? Ich glaube, das habe ich mich letztens schon gefragt. Oh, aber das riecht geil. Das riecht richtig, richtig gut. Das zeige ich gleich meinem Freund. Weil, ja, der muss es ja auch gut finden. Schokolade! Schoko. Nee, pardon. Schokolade mit ganz viel Arten. Oh, das Washi-Tape ist ja mal mega süß. Und ich sehe, Nela ist so eine Klebwütige wie ich. Sie klebt auch alles zu. Ich klebe auch alles hier und hier und hier. Alles zu, wird zugeklebt bei mir. Weil ich immer Angst habe, dass das ja, ganze Paket aufgeht. Und irgendwie riecht sie gerade schon wieder nach diesem Duschgel. Läuft das eventuell doch aus? Ich glaube nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Das ist aber keine Schokolade. Das fühlt sich an wie ein Heftchen. Ich könnte ja immer wieder so ein Heftchen gebrauchen, wo ich immer alles reinschreibe, weil ich schreibe immer irgendwie alles auf alles Mögliche drauf und dann ist die Hälfte davon wieder verloren. Zum Beispiel, wenn ich getaggt werde, schreibe ich das auf irgendeinen Zettel und dann verliere ich diesen Zettel und dann mache ich diesen Tag mal wieder nicht. Oh mein Gott, es ist ein Manga. Nela, bist du wahnsinnig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, cool. Und zwar, jetzt kommt der Name von Rino Mitsuho oder so, ist eine Art, die Schokohexe, der erste Teil. Das habe ich ja bei Glacinela, ich hoffe, diesen Namen spricht man so aus, gesehen, weil sie hat ja auch immer die Schokohexe in die Kamera gehalten. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und geguckt, ob mir das gefällt und ich finde, das hört sich richtig, richtig cool an. Und ja, ich freue mich schon richtig darauf, das zu lesen. Ich bin jetzt ja nämlich auf die Mangas gekommen und möchte sehr, sehr, sehr gerne jetzt anfangen, Mangas zu lesen. Ich lese euch das mal vor. Besucht doch mal meinen Laden. Ich erfülle dir auch deinen innigsten Wunsch, doch dafür musst du mir etwas Kostbares zurückgeben. Schokola Alcava? Ist die Schokolatierin
im Schokoladen Chocolate Noir, welcher deine Wünsche in Erfüllung bringt. Was wird aus den bekümmerten Menschen, die Schokola besuchen? Eine zartbittere Mystery Story. Und das Beste, dahinter ist eine Katze drauf. Süß. Ja, danke schön, danke schön. Oh, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist mega cool. Vielleicht werde ich das gleich schon anfangen zu lesen. Oha, Nela. Ja, dann machen wir mal das hier auf. Egal ob warm oder kalt, immer sehr lecker. Für dich aber nur in kalt. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das habe ich ja auch irgendwo mal geschrieben. Ich liebe so ein Tee-Instant-Pulver heißt das, glaube ich. Das ist so ein Pulver, das kann man halt in Leitungswasser reintun, entweder warm oder kalt. Und dann hat man halt Tee. Und ich trinke das nur kalt, weil ich keinen Tee mag. Ich, komisches Kind. Ich mag keine warmen Sachen, das habe ich aber, glaube ich, schon oft genug erwähnt. Und ja, ich glaube, das ist so ein Zeug, weil... Hört es euch an, ich glaube, das ist es. Nela, ich bin gespannt. Wie süß ihr das zugeklebt hat. Das erinnert mich voll an mich selbst. Ich liebe Washi-Tape übrigens. Ich habe da eine ganze Schachtel von. Ich weiß nie, was ich damit machen soll. Aber... Egal. Und es ist wirklich... Ich habe einfach mal ein bisschen gerissen. Ja. Zitronen-Teegetränk. Ja, das ist dieses Zitronenpulver. Genau, hier unten sieht man das. Das ist so ein Pulver. Das schüttelt man dann in ein Glas rein und dann hat man Tee. Das ist sehr lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Müsst ihr ausprobieren. Dann nehmen wir mal das her, weil dann kann ich mir auch denken, was das ist. Und Nela, wenn du mir jetzt das gleiche gekauft hast wie ich dir, meinst du genau die gleiche Form. Hier steht drauf, weiche Haut. Meinst du das nämlich auch für weiche Haut? Deswegen mal gucken. Dieses Washi-Tape ist auch übrigens mega cool. Ich glaube, Nela ist auch ein Washi-Tape-Fan. Er hat sie ja gesagt in dem Video. Jetzt kommt, sie hat mir wirklich das gleiche gekauft. Wie bei Katha. Katha und ich haben uns ja auch das gleiche gekauft. In unserem ersten Tauschpartie. Wir müssen auch mal wieder eins machen, Katha. Denke ich gerade so dran. Ich möchte so viele Tauschpakete übrigens noch machen. Und tatsächlich, Nela, du hast mir das gleiche gekauft wie ich dir. Wie lustig ist das denn? Ich habe Nela auch dieses kleine Ding gekauft und dachte so, boah, ja, nimmst du dir da auch eins von mit? Aber dann dachte ich so, nee, vielleicht auch lieber nicht. Jetzt hab ich's auch. Ja, boah, es riecht so gut, es riecht so gut. Ich würde es euch am liebsten jetzt hinhalten, dass ihr auch riechen könnt, aber das, ja, geht ja schlecht. Wie komisch, oder wie lustig ist das denn? Sie schenkt mir das Gleiche und ich habe Katze das auch schon mal geschenkt. Hä? Was los? Voll lustig. Badspaß. Das ist eine Badekugel bestimmt. Ich liebe Badekugeln übrigens noch mehr als solche Badesalze. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die irgendwie voll geil. Voll cool. Mal gucken, was das ist. Ich habe ja auch schon mal eine Badekugel von Katha bekommen, aber ich habe die bis jetzt noch nicht benutzt. Oha, hast du die selbst gemacht? What's that? Nela? Oh, wie süß, da ist ein Herz drin. Nein, sie hat es auch nicht selbst gemacht. Oh mein Gott. Oh, das riecht so geil. Nela hat genau meinen Geschmack getroffen. Von wo hast du die? Ich liebe solche Badeperlen. Die sind so Hammer. Achso, und da vorne ist so ein kleines Herzchen drauf. Süß. Ich finde die mega, mega, mega Hammer. Oh mein Gott, und Nela, hier ist immer noch so viel drin. Bist du denn des Wahnsinns? So, ich glaube, das könnte Nagellack sein. So, wollen wir mal gucken. Ich bin ja nicht so der Nagellackträger. Also eigentlich schon, ich mag es richtig gerne, Nagellack zu tragen. Aber ich muss immer gucken, ob ich das auf der Arbeit dann tragen kann. Also ich trage das immer, wenn ich entweder Urlaub habe oder nicht so viel arbeiten bin. Weil auf der Arbeit darf ich keinen Nagellack tragen oder ich darf schon, aber wenn ich dann das Obst anpacke mit meinen Nagellackfingern, das ist nicht so gut.
Also das ist halt nicht so hygienisch. Deswegen muss ich dann immer Handschuhe anziehen und dann bröckelt der Nagellack immer so ab und das sieht dann nicht mehr so schön aus. Deswegen habe ich meistens auf Arbeit keinen Nagellack drauf. Aber generell mag ich Nagellack sehr gerne. Und es ist Nagellack und es ist sogar einer, den ich mag. Also die Farbe mag ich. Aber die Farbe finde ich richtig geil. Seht es euch an. Ich weiß nicht, erkennt ihr sie? Das ist ein Rot. Ein cooles Rot von P2 Color Trend. Masala Satin? Oder wie es heißt? Ich glaube, hoffe, ihr erkennt es. Ich hoffe, das Licht ist übrigens noch in Ordnung, weil es wird gerade dunkler. Ups. Ich denke doch schon, dass es noch in Ordnung ist. So. Dann haben wir hier noch einen Nagellack. Glaube ich. Das Washi-Tape geht los. Das habe ich auch immer, nämlich mein Washi-Tape geht auch immer los. Ich reiße jetzt einfach, aber ich möchte nicht reißen. Ich hasse es zu reißen. Aber na gut, gleich wenn ich ins Haus komme, ist mein Freund schon mit Streichen fertig. Und ich habe nichts gemacht. Oh, ich glaube, es ist ein blauer. Ja, ich glaube, so einen ähnlichen habe ich sogar schon, aber ich glaube, der ist eingetrocknet. Was für eine Farbe ist das? Keine Ahnung, steht hier nicht drauf oder steht vorne drauf? Keine Ahnung, auf jeden Fall so ein, hellblauer, würde ich sagen. Von Essence, nicht von P2. Die von Essence finde ich übrigens immer richtig cool. Dann haben wir hier eins, das steht drauf, Nom Nom Nom. Ich weiß gar nicht mal, woher dieses Nom Nom eigentlich kommt. Das war Stipps übrigens auch total cool. Und... Oh, ich hasse es, wenn ich das alles errate, aber ich glaube, das ist Mentos. Und ich war gerade einkaufen. Nela und Katha haben bis jetzt beide die Eigenschaft, dass ich gerade einkaufen gegangen bin, mir das eigentlich kaufen wollte und dann schenken sie mir es. Die Eigenschaft haben die beiden. Ich wollte nämlich gerade im Supermarkt um die Ecke bei uns. Also bei unserer neuen Wohnung ist es richtig cool. Brauche ich nur 500 Meter ungefähr gehen. Und da bin ich schon bei einem recht großen Supermarkt. Und ich wollte mir eigentlich gerade Mentos kaufen. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich kaufe mir lieber was anderes. Und ich hatte recht, Stela hat mir Mentos gekauft. Ich liebe Mentos. Mentos ist so geil und das ist einfach die beste Sorte. Diese drei Dinger, die da drin sind, ist einfach das Beste überhaupt. Diese Pfefferminz-Mentos mag ich nicht. Ich weiß nicht warum, das hat irgendwie gar keinen Sinn. Aber die Pfefferminz-Mentos mag ich nicht. So, dann haben wir hier noch was Süßes, glaube ich. Schmeckt so. Das schmeckt so leckt. Ich glaube, das so lecker heißt, aber das sieht aus wie leckt. Also schmeckt so lecker, dass ich es gerne selbst behalten hätte. Davon habe ich ja auch eins eingepackt. Das hätte ich auch gerne selbst probiert. Aber ich habe es dann doch eingepackt und ich habe der Widersuchung verstanden. Der Widersuchung? Der Versuchung widerstanden, so rum wollte ich sagen. Ah, wie cool. Die habe ich auch noch nie gegessen. Aber die wollte ich auch gerne probieren. Von Haribo. Solche sauren oder ja, Zuckerpfirsiche, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Pfirsiche. Und ich mag das richtig gerne mit diesen sauren oder Zuckerzeugs drauf. Und die sind schon so ein bisschen härter, aber das finde ich richtig geil. Ich weiß nicht warum, ich mag das voll gerne. Und ja, mal gucken, ob ich die gleich noch essen werde. Nela, ich habe schon wieder viel zu viele Süßigkeiten. Obwohl, das waren gar nicht so viele. Was? Hä? Da weiß ich jetzt nicht, was es ist, aber es riecht. Ist das eine Kerze? Du liebst sie? Mir fehlt inzwischen der Platz dazu. Ich glaube, das ist eine Duftkerze. Sie hat geschrieben in ihrer Wunschliste, sie liebt Duftkerze, aber sie hat keinen Platz mehr. Da wir jetzt eine neue Wohnung haben, denke ich mal, dass wir auf jeden Fall Platz finden werden. Ich denke, das ist eine Duftkerze. Warum sollte ich sonst schnüffeln? Ja, da steht schon Duftkerze, aber was für eine Duftkerze. Oh Mann, ich hasse das. Ich kann nicht alles erraten. Das ist doch voll blöd.
Oha, du hast eine von Glade gekauft. Oh mein Gott. Ich wollte unbedingt mir mal eine von Glade kaufen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich immer gedacht... Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir halt einfach nie eine gekauft. Jetzt habe ich eine, jetzt kann ich mal testen, wie die sind. Und wenn mir die gefällt, dann kaufe ich auf jeden Fall noch eine davon. Oh mein Gott, und die riecht einfach mega geil. Die riecht nach Blackberry Frost. Oh, Limited Edition. Und ein kleiner Winterstern. Oh, wie süß. Die werde ich auf jeden Fall aufstellen. Die werde ich auch auf jeden Fall anzünden. Und irgendwas ist da unten im Garten. Glaube ich. Hilfe. So, jetzt haben wir hier noch 3 Bücher und so ein Ding. Und oh mein Gott, Nela, ich glaube nicht, dass du mir einen Funko Pop geschenkt hast, oder? Das wäre einfach... Nela! Hier steht, ein kleines Kätzchen hat mir da was erzählt. Und oh mein Gott, Nela, wenn das jetzt ein Funko Pop ist, oh mein Gott, du spitzt doch! Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Oh mein Gott, Nela, bist du wahnsinnig? Da ist wirklich ein Funko drin. Oh mein Gott. Boah, ich habe schon so viele von diesem Teil. Oh nein. Und zwar hat sie mir Chloe von Pets geschenkt. Oh, die ist so niedlich. Diese kleine fette Katze. Oh nein, die ist so süß. Aber Nela, bist du das Wahnsinn? Du kannst mir doch keinen Funko Pop kaufen. Das ist doch viel zu teuer. Und dann hat sie hier noch 3-4 Bücher drin mit dem Manga. Oha. Oha, wie heftig. Oh, die kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Die wird einen Platz bekommen in meinem neuen oder in meinem Bücherregal, was ich da neu aufbaue. Oder auf einem anderen Regal. Auf jeden Fall wird sie einen besonderen Platz kriegen. Einen besonderen, nicht besonderen. Schon wieder komische Sachen. Und jetzt sind hier noch Bücher drin und oh mein Gott, ich glaube, das ist ein Hardcover. Nela. Oha. Was könnte das für eins sein? Teil 1 eines kleinen Katerchens. Und hier steht noch ein weiterer Teil des kleinen Kätzchens. Was mag es sein? Aber das ist noch nicht... Ist das vielleicht die kleine Katze Chi? Ich habe es mir gerade schon gedacht, weil... das ist ein Hardcover. Ist das eingeschweißt? Nela. Oha, wie viel Geld sie gekriegt. Oh Nela. Sie ist so heftig. Oh nein. Nein. Oh nein. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Und ich habe es mir nie gekauft. Oh. Und zwar hat sie mir geschenkt von Sophie Winter. Filou, ein Kater sucht das Glück. Oh. Das ist so süß. Ich wollte das schon so gerne haben. Ja, gerne. Liebend gerne. Was wollte ich gerade sagen? Dankeschön. Ist das nicht niedlich? Ich lese euch das mal vor. Ein kleiner Kater entdeckte die Liebe. Filou hat es nicht leicht. Der kleine rote Kater ist ein Waisenkind und lebt auf der Straße. Sein täglich Brot muss er sich im beschaulichen südfranzösischen Bilio hart erkämpfen. Gegen die erwachsenen Kater und Katzen, die ihn verspotten und verjagen, und gegen die erfahrene und lustige Lucretia, die ihn nach dem Tod seiner Mutter aufgenommen hat und gnadenlos ausbeutet. Als der Maler kennenlernt, ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft, glaubt er, im Paradies zu sein. Doch man vertreibt ihn aus dem Paradies. Er streift ziellos umher, bis er die schöne Josephine und ihre beiden Kleinen trifft. Endlich weiß Filou, was Glück ist. Ja, auch voll niedlich, voll die süße Katzengeschichte. Soweit ich jetzt gerade weiß, gibt es davon 3 Teile. Ich glaube, ja, das ist der erste. Dann hat sie ja gesagt, ist hier noch einer drin. Ich bin gespannt. Ich meine, es gibt 3 und einen Erweiterungsteil. Oder 4. Das muss ich gleich erstmal noch recherchieren. Und ich werde Nela gleich erstmal schreiben, dass sie verrückt ist, mir so viel zu kaufen. Aber sie ist schon ganz gespannt, wie ich das Paket finde. Und ich finde das Paket einfach wahnsinnig cool, Nela. Es ist einfach mega, mega, mega geil. Ich sage heute extrem oft geil. Das ist nicht so gut. Ja, es ist noch ein Teil von Filou. Ich meine, das ist der zweite.
Und zwar Filou, ein Kater auf Abwägen. Ich meine, das ist der zweite Teil davon. Den lese ich euch jetzt aber nicht vor. Und die sind beide einfach noch eingeschweißt. Und oh, die sind einfach so süß. Ich hätte niemals gedacht, dass sie mir die kauft. Und ich habe auch schon ganz vergessen, dass die auf meiner Wunschliste standen. Und oh, danke Nela. Die sind einfach so niedlich. Und jetzt hat sie noch ein Buch hier reingepackt. Und dann ist der Karton leer. Und der Balkon sieht aus wie eine Müllhalde. Nee, das ist kein Hardcover, aber es ist ein ziemlich dickes Buch. Und oh mein Gott, ich hatte schon Angst, weil Nela mir geschrieben hat. Wer klopft da rum? Nela mir geschrieben hat, ich darf mir nichts mehr von meiner Wunschliste kaufen. Und ich hatte jetzt das Halloween-Wichteln. Und ja, drei Bücher habe ich da bekommen. Und diese drei Bücher standen alle auf meiner Wunschliste. Und ich dachte gerade schon, oh nein, hoffentlich hat Nela jetzt nicht genau diese drei Bücher sich ausgesucht oder eins dieser drei Bücher. Aber so wie es scheint, hat sie das nicht. Und es ist einfach sehr gut. Was ist das? Oh, wie cool. Das habe ich auch ganz vergessen, dass das auf meiner Wunschliste stand. Ui, oh, wie cool. Aber das ist ja ein echt richtig heftiger, fetter Schinken. Und zwar von Lucy Hansen, Naris, die Legenden von Mond und Sonne. Ich habe echt vergessen, dass das auf meiner Wunschliste stand. Aber, wie hast du das neu gekauft? Bist du wahnsinnig? Oha! Ich glaube, das ist, ja, der erste Teil. Ich glaube, da gibt es auch drei Stück von, oder zwei? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es gibt drei. Ich lese euch auch mal vor, um was es geht. Wie rettet man eine verlorene Welt? Stürme peitschen das Land und die Geister der Menschen vergehen in einem Wahn, der sich wie eine Seuche verbreitet. Alte Kräfte, derer sich niemand mehr erinnert, werden plötzlich wiedergewirkt. Und tief in den Ruinen einer versunkenen Festung regt sich Widerstand gegen die Herrschaft eines Ordens, den man längst ins Reich der Legenden verbannt hatte. Dass die verborgenen Fähigkeiten der jungen Kindra Vale der Schlüssel zur Zerstörung und gleichzeitig zur Rettung einer ganzen Welt sein könnten, ahnt der Vale noch niemand. Sehr, sehr, sehr cool. Hat zwar an die 500 Seiten, aber oh mein Gott, wie geil ist das denn? Dankeschön, Nela, aber oh, ich glaube, sie hat das neu gekauft. Ist sie des Wahnsinns? Nela, bist du des Wahnsinns? Oh mein Gott, also ja, wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig über dieses Paket. Es ist einfach mega geil. Es ist einfach total cool und total Hammer. Und es hat auch mega Spaß gemacht, für dich zu shoppen. Und ja, es ist einfach cool, total cool. Ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll, außer danke, danke und danke und ja. Also dein Paket hat mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut gefallen und ich werde hoffentlich eins der Bücher auch bald anfangen. Ich komme zum Moment nicht so oft zum Lesen, aber ich hoffe, ich werde es bald anfangen. Und ja, ich würde sagen, das Video ist bestimmt schon ziemlich lang, deswegen höre ich es am besten mal auf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!